Fire. Snowboarder sind die Skater der Berge und überspringen jedes Hindernis. Und das alles natürlich ganz lässig. Ich glaube, hier bin ich falsch. Okay. Ich merke halt echt, du hast Angst vorm Berg. Hab ich. Kann es Johannes? Johannes, die nächsten zwei Tage bin ich im Schnee. Ich hoffe, dass es da ein bisschen eleganter aussieht als mit dieser Popo-Nudel hier. Ich möchte nämlich Snowboard fahren lernen. Und das Wichtigste dafür ist natürlich, ich brauche einen richtig guten Trainer. Das ist er. Hallo, ich heiße Michel, ich bin 12 Jahre alt und fahre seit 7 Jahren Snowboard. Wenn ich Snowboard fahre, fahre ich am liebsten durch den Funpark und nehme jede Rampe mit. Ich glaube, ich bin ein guter Trainer für Johannes, weil ich schon seit vielen Jahren Snowboard fahre und ich glaube, ich ganz gut erklären kann. Zieh dich warm an, Johannes. Mit mir kommst du richtig ins Schwitzen. Hi, Johannes. Hey, Michel. Bist du schon gefahren? Ja. Das Board ist nicht ganz so professionell. Ich bin mit dieser Popo-Nudel einmal den Berg runtergerutscht. Ja, wenigstens bist du dann schon warm. Ein bisschen. Kennst du dich aus mit dem Snowboard? Nein. Okay, dann erkläre ich dir das mal kurz. Also, du stehst ja hier mit dem Fuß drinne. Ja. Dann ist das die Backside, das die Frontside. Backside, also Rückseite und Vorderseite. Frontside. Genau. Hier sind scharfe Kanten auf beiden Seiten. Okay, warum das? Damit hat man Halt im Schnee. Gut. Das ist die Nose. Nase. Und das ist das Tail. Schwanz, also richtig. Vorne, hinten. Richtig. Verstehe. Genau. Das alles? Ja. Sollen wir? Ja, okay. Das ist Michels Trainingsplan. Am ersten Tag lernt Johannes das Rutschen auf der Frontside und auf der Backside. Anschließend das Zickzackfahren und das Kurvenfahren. Am zweiten Tag zeigt Michel, wie man einen Ankerlift richtig benutzt. Und Johannes übt das Fahren auf der Piste. So, Johannes, das ist dein Board. Mein Board? Ja, dein Board. Hallo, ich bin Johannes. Hallo, Board. Sieht gut aus. Wir stellen jetzt deine Bindung ein, dass du fahren kannst. Ja. Wir nehmen jetzt erstmal die Duckstellung. So, und hier auch. Duckstellung, warum heißt die Duckstellung? Weil die auch so Füße haben. Sieht aus wie Entenfüße. Und was ist der Vorteil von der Duckstellung? Der Vorteil bei der Duckstellung ist, du hast immer einen Fuß vorne. Mhm. Also wenn ich jetzt den Berg so runterfahre? Genau, dann ist der vorne. Und wenn du so rumfährst, ist auch der vorne. Jetzt können wir erstmal ausprobieren, mit welchem Fuß du vorne fährst. Links oder rechts? Ich glaube, hier können wir Zeit sparen, weil ich weiß vom Wakeboarden, dass ich auf jeden Fall links vorne fahre. Ah, okay, genau. Dann können wir die Bindung so ungefähr machen. Ja. Also jetzt zeigt der linke Fuß nach vorne. Das ist die Regular-Stellung. Regular. Genau, wenn du mit links vorne fährst. Ich fahre also ganz regulär. Mhm. Ja, genau. In nur 48 Stunden muss Johannes mit seinem Snowboard einen 300 Meter langen Hang hinunterfahren. Nur wenn er es schafft, diese Strecke in unter 40 Sekunden zurückzulegen, gilt die Herausforderung als bestanden. Ja, ich glaube, hier können wir uns warm machen. Ja. Legen wir unsere Bretter mal hin. Ja. Okay. Oh. Nee, so hinlegen. Wenn du es nicht auf die Bindung legst, ja, dann rutscht das runter. Und stell dir mal vor, da geht es im Rücken, Nacken, Knie oder so. Und dann. Wie, du meinst, ich treffe jemanden mit dem Oh. Könnte passieren, wenn da so ein Huckel kommt, dann ist halt doof. Oh, das ist ja echt gefährlich. Genau. Noch was wichtig ist? Ja, kein gelben Schnee essen, ne? Das kapiere ich jetzt erst. Oh. Das ist eklig. Ja, ist ekelhaft. Gelber Schnee. Ich musste eine Sekunde drüber nachdenken. Aber das bedeutet ja, dass jemand da also Lulu drauf gemacht hat. Okay, Board auf die Bindung und um gelben Schnee einen Bogen machen. Ja. Dann ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um die wichtigste aller wichtigen Fragen zu stellen. Ja. Und die ist in dieser Sendung natürlich... Ja. Kann es Johannes. Ohne gelben Schnee, bitte. So, Johannes, und eine Sache wird dir heute auf jeden Fall passieren. Was wird mir passieren? Du wirst hinfallen. Aua. Ganz schön oft. Ja, das ist sicher? Das ist sicher. Und jetzt? Ja, zeige ich dir, wie man richtig fällt, dass es dir nicht wehtut. Das klingt gut. Dann fall mal für mich. Genau.
Du gehst in die Knie? Also immer Knie, angewinkelte Ellenbogen nach vorne. Ja. Und dann noch viermal. Okay. Noch drei, noch zwei, noch eins und sauber geht's zur nächsten Übung. Das habe ich kapiert, aber was ist, wenn ich jetzt nicht nach vorne falle, sondern nach hinten? Ja, dann drehen wir uns um jetzt. Ja. Und dann machen wir das gleich nach hinten. Und wichtig, nicht voll nach hinten schmeißen, sondern eher so abrollen. Ah, wie so ein Wickelkind. Genau. Und neue Windel bitte. Ja. Wickelkind, Popo. Genau. Bitte abwischen. Ja. Ja. Jetzt gibt's braunen Schnee. Ja. Also ein bisschen fallen kann ich, glaube ich, jetzt. Ja. Was soll ich als nächstes lernen? Ja, jetzt geht's an die Boards. Jetzt erstmal anschnallen und aufstehen. Rechts, ja. Genau, und jetzt versuch mal aufzustehen. Mit dem Board. Wie stehe ich auf? Komm, probier noch mal. Mist. Nein! Wenn allein das Aufstehen schon so schwierig ist, möchte ich gar nicht wissen, was passiert, wenn ich dann mal fahre. Was mache ich falsch? Du versuchst vorwärts aufzustehen. Ja? Versuch dich mal mit dem ganzen Board einmal umzudrehen. Auf dem Bauch sozusagen. Auf dem Bauch? Nur so. Ja, 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 genau. Und jetzt? So, und jetzt ist es schon leichter aufzustehen. Ah. Genau. Und dann los. Boah, das ist schwer. Ja, und jetzt halte ich dich mal fest. Ja. 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 Und ich stehe! Und jetzt wieder ein bisschen mit der Hacke runter. Ja. Und dann wieder Kanten. Okay. Ich habe Johannes zuerst das Kantenrutschen gezeigt, weil man da ein Gefühl fürs Brett bekommt und merkt, wann fängt es an zu rutschen und wann bleibt es stehen. Ich bin voll die Planierraupe. Ja, hast du ein Gefühl für, ne? Hand? Ja. Genau, dann setze ich hin, jetzt schneiden wir ab, jetzt müssen wir wieder hoch. Michel? Ja? Warum laufen wir eigentlich? Da sind zwei Lifte. Ja, erstens, du kommst doch gar nicht den Berg da runter. Ja. Und zweitens, wir müssen den Ankerlift nehmen, den kannst du noch nicht fahren. Also Liftfahren ist für Fortgeschrittene, ne? Richtig. Erstmal okay. Sportlich und dann fortgeschritten. Und wir starten wieder von hier? Ja. Gut. So, und jetzt drehe ich mich wieder um, ne? Nee, wir fahren jetzt auf der Backside. Ah, also jetzt quasi das Gleiche, nur auf der anderen Seite. Richtig. Okay, oh. Ich finde, so aufstehen ist schwieriger als andersrum. Ja, auf jeden Fall. Wie komme ich denn jetzt so, hier? So, du machst deinen Po weiter ans Brett. Ja. Stützt dich mit der Faust hinten ab. Ja. Wenn das nicht klappt, kannst du auch dich mit einer Hand vorne am Brett festhalten und dich hochziehen. Ah, so? Ja, und da früh genug Finger wieder wegnehmen. Okay, das ist logisch. Sonst gibt's roten Schnee. Ja. So, du gehst erstmal locker in die Knie. Ja. Oberkörper gerade und guck nach da so. Also ich darf nicht nach unten gucken? Nein. Warum? Weil du dann die ganze Zeit nach vorne kippst. Okay, das heißt, ich muss es nur fühlen, ja? Ja. Ah. Wenn man nach oben guckt, hat man eine gerade Körperhaltung. Ja. Ist das besser oder schlechter als auf der Frontside? Ich finde, hier ist es gerade ein bisschen huckeliger. Ich mag die Frontside, weil ich das Gefühl habe, da gucke ich nicht in dieses tiefe Höllental, in das ich gleich hinabstürze, wenn ich einen Fehler mache. Darf ich mal ohne Hände? Ja. Aber du bleibst in der Nähe, ja? Ja, ich bleib in der Nähe. Ich lauf vor dir her. Okay, nach vorne gucken. Läuft doch! Nein, es rutscht. Weißt du, was ich gerade denke? Nein. Alles das, was ich jetzt hier runterrutsche? Musst du wieder hochlaufen. Zu Fuß, ne? Ja. Okay. Ankerlift kannst du noch nicht fahren. Wie weit rutsche ich noch? Oh, ein Stück. Wir sehen uns im Tal. Es ist schon eine kleine Strafe, wenn man dann eben als Anfänger nicht den Skilift benutzen kann. Alle anderen fahren so an einem vorbei und man selber stapft so mit kleinen Schritten wieder jeden Zentimeter nach oben. Was machen wir jetzt? Ja, das nennt man das Zickzackfahren. Vorhin bist du ja zum Berg runter. Ja. Gerade. Ja. Und jetzt fahren wir eher parallel. Also hin und her, ja? Ja. Okay. Genau. Gut. Man guckt hin, wo man hin will und zeigt dort auch hin. Ja. Du lenkst aus dem Oberkörper. Okay. Du zeigst da ganz dolle hin. Ja. Guckst dorthin, belastest deinen vorderen Fuß. Ja. Und dann fährst du dahin. Okay, jetzt in die andere Richtung. Und jetzt in die andere Richtung. Hallo, hier hin. Falsche Richtung. Bleib. Okay. Oh. Beim Zickzackfahren, da habe ich mal richtig Geschwindigkeit aufnehmen können. Nur war das unbeabsichtigt. Hallo. Ah, das ist mir zu schnell, das ist mir zu schnell. Halt, da kommt Wiese. Ich will in die Richtung. Man sollte niemals ins Gras fahren, weil das ist erstens nicht gut für Sport und zweitens nicht gut für die Natur. Gut, Johannes, das Zickzackfahren beherrschst du. Jetzt können wir ja zur Kurve kommen. Das geht aber schnell. Nach dem Zickzack die Kurve. Ja,
Das war so der Ansatz für die Kurve. Und wie sieht die Kurve aus? Also du fährst halt erstmal wieder wie beim Zickzack. Ja. Auf der Backside-Kante. Dann senkst du das Board. Dann fährst du auf dem kompletten Brett. Ah, ohne Kante. Ohne Kante, das heißt, du bist schnell. Ja. Und dann gehst du auf die Zehenspitzen. Frontside. Frontside. Und gehst rum. Und ich zeige wieder in die Richtung, in die ich fahre. Genau, ganz wichtig. In der Theorie habe ich es kapiert. Halt dich fest. Ich gehe hier drauf. In die Richtung zeigen? Ja. Ja, okay. So. Dann gehe ich rum. Genau. Und jetzt auf die Zehen. Ja. Ja. Cool. Erste Kurve. Als Michel mich festgehalten hat bei den ersten Kurvenversuchen, dachte ich so, ja, Sicherheit, danke. Du bist mein Stützrad. Du bist mein Stützrad. Da könnte man eigentlich so einen kleinen Schlagersong draus machen, ja? Im wahren Leben und im Sport. Du bist mein Stützrad. Ja, ist eigentlich ein schöneres Kompliment, kann man auch dem Trainer gar nicht machen. Und jetzt wieder eindrehen nach rechts. Ja. Und rum und rum und rum. Mehr, du belastest jetzt das Hinterbein. Du musst jetzt vordere Bein, das linke Bein belasten. Vorderes Bein belasten. Rum. Das hintere mehr, ein bisschen mehr, ja, genau. Und wieder rum, 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 rum. Die Grundregel beim Kurvenfahren ist, ich lenke mit meinem Oberkörper und dann kommt das Brett automatisch mit. Also Johannes, was ich jetzt noch gesehen habe, du verlässt dich viel zu viel auf mich. Mhm. Das heißt, du stehst auf dem hinteren Bein. Wenn ich nicht da wäre, würdest du einfach nicht mehr lenken können und dann würdest du halt einfach unkontrolliert fahren. Also gut, dass du da bist. Ja, schon, aber das nächste Mal musst du alleine fahren. Wie, also, ohne dich? Ja, also wirklich aufs vordere Bein, ja. Dann kommst du rum und rum. Okay, mach ich. In die Richtung zeigen, Gewicht ist vorne. Vorderes Bein, vorderes Bein. Ich habe das Gefühl, wenn ich rum will, dann gehe ich weg vom vorderen Bein. Ja, das steigt wirklich das durch und geh so. Geh übertrieben so. Okay. Yes! Oh mein Gott! Vordere Füße. Okay. Und rum, vorderes Bein, vorderes Bein. Mist. Ja, das war der vordere. Schade. Das war ein ganz, ganz schwerer Moment für mich, weil ich dachte, ich krieg das nicht gebacken. Ich merke halt echt, du hast Angst vorm Berg. Hab ich. Und deswegen lehnst du dich wahrscheinlich auch aufs hintere Bein. Ich denke nur so, wenn ich näher am Berg bin, dann bin ich sicherer. Wenn ich jetzt... Ja, aber das erreicht genau das Gegenteil. Du wirst schneller und unkontrolliert. Und sonst fangen wir also auf Vollzeit an zu fahren. Auf der anderen Seite? Ja. Warum? Ja, dann siehst du noch nicht den Hang. Wenn ich die Gefahr nicht sehe, kann ich auch keinen Schiss davor haben. Das war nicht schlecht, ne? Das war nicht schlecht, aber das ist hingefallen. Vorne, nach vorne, nach vorne. Ja, 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 ja! Das war richtig gut jetzt. Ich kann jetzt schon so erahnen, wie viel Spaß das macht, wenn man es tatsächlich beherrscht. Und ich hoffe, dass ich morgen diesem Ziel einen kleinen Schritt näher komme. Das war deine beste Kurve bisher. Das war links. Ja! Ja! Ja, 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 ja! Schön! Ja! Schön. Das war total vorne. Ich war die ganze Zeit vorne. Ja. Voll vorne. War gut. Ich hätte das nicht gedacht. Ja, dann hören wir jetzt aber auch auf. Ja, ich glaube, ich könnte noch mal. Nee, weil nicht, dass noch was passiert beim letzten Mal. Das ist oft so die letzte oder vorletzte Abfahrt, da passiert dann meistens noch was. Dann ist man meistens schon fertig und kann nicht mehr. Okay, das ist schlau. Ja. Also aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Jetzt nach dem ersten Trainingstag klappen die Grundtechniken schon ganz gut. Jetzt muss Johannes morgen nur noch üben, üben, üben. Kaum fahren am Morgen die ersten Lifte, treffen sich Johannes und Michel am Übungshang. Hey Michel. Hi Johannes. Na, wie geht's dir? Gut. Und dir? Ja, also ich merke, was wir gestern gemacht haben. Ja, ich habe ein bisschen Oberschenkel und in Waden vor allem. Ja. Ah, Waden, klar. Wie fangen wir an? Ja, erstmal wieder warm machen. Border Cross. Okay. Border Cross? Ja. Wir gehen jetzt ans Start. Ja, ja, mache ich. So wie wirklich auf dem Board stehen. Okay. Und 3, 2, 1, los. In die Knie. In die Knie? Und Huckel. Ah, Huckel. Und Vollzeitkurve. Ja. Und Backside. Bordercross ist eine gute Aufwärmübung, weil es erstens Spaß macht und zweitens lernt man noch viele Begriffe. Also meine Oberschenkel sind jetzt auf jeden Fall warm. Ja, meine auch. Und was kommt als nächstes? Ja, jetzt zeig noch mal, was du von gestern noch behalten hast. Okay. Ich hatte so Bock am zweiten Tag. Und dann war auf einmal alles weg. Ich glaube, hier bin ich falsch, ne?
Wie komme ich hier wieder raus, Michel? Ich habe am zweiten Tag so doofe Rückstände gemacht. Ich hatte viel mehr Respekt und Bammel vor den Kurven als am ersten Tag. Das vordere Bein belasten. Ah ja, stimmt, da war was. Und weiter, komm. Gestern hat es doch schon gut geklappt. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, alles ist weg. Irgendjemand hat mir in der Nacht genau das kleine Stückchen Gehirn, wo all die Informationen drauf waren, was ich gelernt habe, rausgesaugt. Mist! Ich habe mich ja so aufs Liftfahren gefreut. Ich dachte, ich muss ja nicht mehr nach oben gehen. Und dann, naja, wenn man nicht richtig fahren kann, ist es die gerechte Strafe, muss man laufen, so ist es. Johannes, dann mach noch mal einfach den Zickzack, dann kommst du wieder rein. Alles klar. Michel hat mir in dem Moment gesagt, ja, dann geh einen Schritt zurück und fahr Zickzack. Das ist völlig okay. Hauptsache, du kriegst wieder ein Gefühl fürs Brett. Ja, geht doch. Und auf einmal hat's geflutscht. Das hat mich ganz schön gefordert. Mehr als Zickzack habe ich mich da nicht getraut. Ja, das ist auch normal. Also, wenn du wirklich unsicher bist, ja, dann rutschst einfach auf der Backside oder Frontside runter. Okay. Das ist das Sicherste erstmal. Aber oben hast du gut gemacht. Dankeschön. Und was folgt als nächstes? Ankerlift fahren. Also da machen wir jetzt auch noch eine Vorübung für. Es geht zum Lift, 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 Lift. Wir brauchen nur einen Fuß in der Bindung. Ja. Der hintere bleibt draußen. Das ist beim Ankerlift fahren auch so. Gut. Und dann tun wir den Fuß hinters Brett, dann stößt du dich mit dem Fuß ab und guckst, dass du auf der Kante bleibst. Dann mache ich das auch. Klappt doch. Okay. Okay, und dann wieder rum. Bei der Vorübung fürs Ankerlüftfahren mit dem einen Fuß in der Bindung hat Johannes sich super geschlagen. Jetzt machen wir noch eine zweite Übung, weil du willst ja nicht die ganze Zeit beim Ankerlift so machen. Das heißt, wir geben Anschwung. Und stell uns dann neben die Bindung. Okay. Anschwung geben. Ah! Neben die Bindung stellen und trotzdem Kanten. Ich bin Michel sehr dankbar dafür, dass wir das erstmal im Trockenen geübt haben. Noch nicht unten am Lift, wo ganz viele andere Leute dann sind und dann vielleicht auch sauer werden, wenn man es nicht so schnell hinkriegt. Gut gemacht. Schön. Dankeschön. Dann fahren wir zum Anker und da machen wir es richtig. Ich habe mir vorher sehr viel Sorgen gemacht über das Liftfahren und dachte, das ist sicher schmerzhaft, da rauszufallen. Und kann ich das mit Gleichgewicht halten und so weiter? Michel, das geht ja ganz schön schnell. Falls du rausfliegst, direkt zur Seite raus. Okay, ich will nicht rausfliegen. Ich fand es ein bisschen aufregend, weil ich ja schon gesehen habe, da ist jetzt nur noch einer vor mir und dann bin ich dran. Und Moment, ich kann das ja gar nicht kontrollieren, weil das geht einfach in dem Rhythmus von der Maschine und nicht in meinem. Ich bin dran. Das ist ja wie Wakeboardfahren. Man wird gezogen und man muss eigentlich gar nichts machen, sondern nur stabil stehen und festhalten. Und das ist einfacher, als ich dachte. Machst du gut! Genau so! Ich hätte nie gedacht, dass Johannes das so schnell hinkriegt mit dem Ankerliftfahren. Ich habe mich dann total gefreut, als er es dann direkt zum ersten Mal hingekriegt hat. Ja, sauber! So kleine Momente, die muss man auch mal feiern. Das haben wir dann auch mit einer Pause. Michel, wie oft fährst du denn Snowboard? Einmal im Jahr. Nur einmal im Jahr? Was machst du den Rest des Jahres? Im Sommer kite ich. Kitesurfen? Genau. Und sonst fahre ich Wakeboard. Moment, du fährst Snowboard, du kitest, ja, und du fährst Wakeboard. Richtig. Alles mit Brett. Ja. Das sind ganz schön viele Sportarten. Willst du dich nicht für eine entscheiden? Nee, irgendwie ist es ja schwierig, nur zum Beispiel für Snowboard sich zu entscheiden, weil du kann ich nur im Winter fahren und kiten nur im Sommer. Ich finde das ziemlich schlau, so abzuwechseln. Und ich meine, ich bin ja auch der Typ. Ich mache 48 Stunden eine Sache und dann will ich was Neues. Ja. Was machen wir jetzt, damit ich noch ordentlich Snowboarden lerne? Wir gehen jetzt noch mal auf eine andere Piste, dass du auch mal eine andere Piste kennenlernst. Okay, das heißt kein Idiotenhügel mehr? Ja. Idiotenhügel passé! Ja. Okay, Michael, was machen wir? So, jetzt fahren wir noch mal. Ich fahr vor, du kommst hinterher und denk wirklich dran. Gewicht aufs vordere Bein. Okay. Okay, ich fahr vor. Okay. Es hat mich unglaublich motiviert, dass wir noch mal an einem anderen Hang sind. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, jetzt hat's Klick gemacht. Machst du gut! Da hat
eine Kurve funktioniert, die nächste hat geklappt und dann kam eine dritte und eine vierte. Und dann hat Snowboardfahren auf einmal richtig Spaß gemacht. Das war gut. Oh, Michael. Ja, richtig gut. Du hast dich richtig gesteigert jetzt im zweiten Trainingstag. Dankeschön. Genau so und nicht anders morgen bei der Herausforderung. Oh ja, ey, hoffentlich habe ich morgen nicht wieder alles vergessen. Ja, das kriegst du schon hin. Okay. Trainer, dankeschön. Ja, okay. Schönen Abend dir. Der Bremberg in Winterberg. Die Umstände sind schwierig. In der Nacht hat es geschneit und es herrscht Nebel. Johannes muss mit seinem Snowboard einen 300 Meter langen Hang herunterfahren. Und das in nur 40 Sekunden. Bei einem Sturz läuft die Zeit weiter. Michel, jetzt zählt's. Genau. Was ist meine Herausforderung? Du musst immer zwischen den Stangen bleiben. Und heute Nacht ist Neuschnee gefallen. Was heißt das denn für mich? Das heißt, das stoppt ein bisschen. Du kannst immer Schuss fahren, also einfach geradeaus runter. Und wenn ich geradeaus runterfahre, wäre ich auch super schnell. Nee, der stoppt ja, da wirst du nicht so schnell. Was ist, wenn ich hinfalle? Dann stehst du aber ganz schnell wieder auf und fährst weiter. Okay. Wir sehen uns jetzt gleich in 40 Sekunden unten. Bis gleich. Der letzte Gedanke, bevor es losging, war, es ist ja alles anders. Der Schnee fühlt sich so komplett anders an. Oh nein, das wird noch mal viel schwieriger als gedacht. Irgendwie viel langsamer los, als ich erwartet habe. Und dann dachte ich, okay, dann fahre ich Schuss, so wie er es mir empfohlen hat. Komm weiter, super! Schneller! Michel hat mir eine klare Ansage gemacht. Der hat gesagt, es geht um die Zeit. Deswegen dachte ich, okay, wenn ich eine Kurve nicht sauber hinkriege, dann kann ich auch zickzack fahren. Es ist nur wichtig, ich komme da unten schnell an. Los, schneller, komm! Durch die Tore! Und dann gab es diesen Moment, wo ich gemerkt habe, ich fahre super schnell, super, ich bin gut in der Zeit. Nur jetzt wird es mir langsam vielleicht ein bisschen zu schnell. Das sieht gut aus, komm weiter, super! Und dann hat's Bums gemacht. Ich wusste, ich habe jetzt ein paar entscheidende Sekunden liegen lassen durch den Sturz. Aber dann dachte ich, okay, jetzt hast du nichts mehr zu verlieren, Johannes. Jetzt gib Vollgas. Schuss ins Ziel. Komm, schneller! Komm, 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 komm! 38. Ja! Ich hab's geschafft! Ja! Ja! Michel! Ja! Der Berg gehört uns! Unter 40 Sekunden, 38 Sekunden, obwohl ich gestürzt bin. Das war einfach ein genialer Moment. 38 Sekunden, 38 Sekunden. Oh Mann, Trainer, was sagst du? Das hast du echt richtig gut gemacht, vor allem auch, als du da hingefallen bist. Ja. Du bist super schnell aufgestanden, war richtig gut. Danke, Michel. Ja, war ein bitte. Ein ganz großes Vergnügen. Ja. Und wenn ihr zu Hause sagt, ich will auch so einen Snowboard-Trainer, dann schaut doch mal, ob ihr vielleicht beim nächsten Winterurlaub einen Snowboard-Kurs macht mit einem guten Trainer oder einer guten Trainerin. Und ihr könnt ja jetzt schon mal mit der Snowboard-Gymnastik anfangen. Ich hoffe, wir sehen uns im Netz auf kannesjohannes.de oder das nächste Mal im Fernsehen, wenn es wieder heißt Kannes Johannes.